Ja, ein kleiner Videolog zum Thema Torwarttraining bei Kindern. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen so zurückgezogen, so in so ein grünes Klassenzimmer, wie sich das hier so nennt, auch in so einer Parkanlage nahe einer Sportanlage. Sportanlage ist ja wieder nicht, weil man braucht für so ein Videolog so ein bisschen Ruhe. Die hat man auf den Sportanlagen derzeit nicht, es sind Herbstferien. Herbstferien heißt immer, das sind dann so Feriencamps und Fußballschulen und dieses und jenes und ein Riesentamtam mit vielen Kindern und vieles davon, einige Trainer sogar dann Herbstvorbereitung und was weiß ich und das alles dann immer mit so den ganz kleinen Schlümpfen, da frage ich mich dann manchmal auch, genauso ist das mit Torwarttraining mit Kindern. Klar, ich habe es selbst gemacht, ich weiß, wovon ich da rede. Torwarttraining mit Kindern, das ist so eine Sache, wo man wirklich sagen muss, wie? Das erste ist, der DFB sagt, nö, mach das nicht. Keine positionsspezifische Ausbildung. Allerdings, es gibt genügend Kinder, die da an der Stelle sagen, ich will ins Tor, ich möchte mal Torwarttraining und all drum und dran. Da ist dann immer so die Sache, dass dann das Ganze so, wenn man mal so die Menschen fragt, die sich mit Kindern mehr auskennen, also eher so die richtigen Pädagogen, die sagen dann, da ist ein Bedarf da, das Kind hat ein Bedürfnis und du als Übungsleiter hast die Aufgabe und den Job, dieses Bedürfnis zu decken. Also Torwarttraining für Kinder. Was wollen Kinder meistens im Torwarttraining machen? Klar, die wollen hier Oliver Kahn und dann los Bälle ins Kreuzeck und dann lass mich mal fliegen. Ist vielleicht nicht unbedingt so das, was man machen sollte, also jedenfalls nicht als Torwarttraining. Ist auch nicht unbedingt so das Ziel. Ein richtiges Torwarttraining, gerade bei Kindern in der Altersklasse, sagen wir mal so 6 bis 10, da ist das dann auch immer so mit dieser Aufmerksamkeit. Wie lange können die überhaupt dabei bleiben? Wie lange haben die überhaupt die Fähigkeit vom Kopf her, da überhaupt dabei zu bleiben? Das ist so eine Sache, wo man dann wirklich sagen muss, je kleiner die sind, desto geringer ist diese Aufmerksamkeitsspanne. Die geht dann so von 5 bis vielleicht 20 Minuten und dann war's das. Dann ist da wirklich Ende. Bei den Älteren, da geht es dann schon mal eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde oder so. Es hat schon seine Gründe, warum zum Beispiel Schule eigentlich so immer so, sagen wir mal so 30 Minuten, 45 Minuten und dann später dann, wenn die Jungs dann, sagen wir mal, Jugendliche sind, fast Erwachsene, wo man die dann auch mal anderthalb Stunden wirklich mit einem Stoff quält. Und genau das Gleiche ist dann auch auf das Torwarttraining anzuwenden. Also es nutzt nichts, die Kinder da auf den Sportplatz einzuladen und jetzt hier 4 Stunden lang volle Granate Torwartcamp abzuziehen. Das ist mal vollkommen an der Banane vorbei. Das ist sowas, wo man wirklich sagt, nee, das ist nicht gut. Das ist so wirklich sowas, wo man sagt, das passt für die Kinder nicht. Wie macht man es denn? Klar, das ist so am besten nach jeder Trainingseinheit für alle, die Bock haben. Jeder, der Bock hat, der zieht sich ein paar Handschuhe an, raus und dann nochmal so, ja, so 20 Minuten, halbe Stunde, je nachdem, wenn man viele Kinder hat, dann ist so eine halbe Stunde da meistens dann auch vielleicht zu kurz, dann kann man das auch ein bisschen ausdehnen, weil jedes einzelne Kind ja dann vielleicht nur seine 10 Minuten bekommt. Aber das ist es dann auch einfach. Die Frage ist dann auch immer, was macht man? Wenn man sich die alten Videos anguckt von der Blauen Mauer, was wir damals so gemacht haben, da haben wir so ein bisschen Bälle flach seitlich, Bälle vor den Mann, vielleicht auch mal ein paar Bälle so auf Körperhöhe, aber alles ohne Zwang. Wir haben auch nie da wirklich auf Technik geachtet. Wenn man sich jetzt so die alten Videos anguckt, wie damals die Blaue Mauer zum Ball agiert ist, dann ist das, hat das mit Technik wenig zu tun. Das war ganz einfach so, wir haben etwas getan und haben das so gemacht und haben sozusagen versucht, ein bisschen Grundlagen zu vermitteln, dass sich der kleine Knirps nicht wehtut. Und genau dieses Nicht-Wehtun, das steht im Vordergrund einer Torwarttechnik. Er soll ja etwas tun und das soll er am besten so tun, dass es nicht wehtut. Und ich habe so einen Spruch, den habe ich mir so irgendwann mal auf dem Leitbanner geschrieben. Macht ein Torwart was, tut eine Torwarttechnik weh, dann war sie falsch. Also jedes Mal, wenn ein Torwart irgendwo auf dem Boden rumpelt oder danach aufsteht und sagt, oh Ellenbogen, oh Hüfte, oh Knie, dann war was falsch. Weil das kann nicht Sinn und Zweck sein. Klar, Leistungsfußball wird eine ganz andere Diskussion, da ist Sport nicht mehr gesund. Aber so im Amateurbereich, da sollten wir schon darauf achten, dass wir möglichst ein bisschen verletzungsfrei arbeiten. Aber gerade dort im Amateurbereich ist es zum Teil ganz furchtbar. Und da ist es auch ganz furchtbar, was mit den Knirpsen zum Teil da gemacht wird. Also da sieht man dann zum Teil wirklich so aus
da ist ein Trainer, der geht ganz einfach da mal hin. Hinten steht das E-Jugendtor. Da steht der kleine Knirps da drin, der legt sich aus 12 Metern den Ball dahin und dann bläst er ein volles Brett auf dieses Kind los. Da habe ich da gestanden, ich gesagt, oh mein Gott, wo hast du den Käse her? Man stelle sich vor, der Ball trifft aus Versehen den Kleinen wirklich genau im Gesicht. Der Kleine fällt sackstarken rum und dann war's das. Dann ist nebendran zum Glück das Krankenhaus und dann ist gut. Aber das hat doch nichts mit kindgerechtem Torwarttraining zu tun. Kindgerechtes Torwarttraining heißt, wir müssen das Kind beschäftigen und wir müssen es an etwas heranführen, was es gerne tut. Und das sind dann so diese Sachen so, ja, Bälle vor die Füße, bisschen Fußball spielen, bisschen Fußballtechnik, vielleicht mal ein bisschen Pass spielen und dann ein kleiner Abschluss, so genau vor die Füße, runter, hier den Fächergriff anwenden, also hier mal den Ball sauber sichern und dann unter sich begraben und dann ist schon der Torwarttechnik genug getan. Und genauso haben wir das mit der blauen Mauer auch gemacht. Wir haben vorm Tor gestanden, haben ein bisschen rumgealbert, natürlich haben wir auch mal so 3, 4, 5 Bälle nur vor die Füße gespielt, damit ganz einfach eher so dieses Gefühl auch hatte, es ist Torwarttraining. Hätten wir nur die ganze Zeit so ein bisschen rumgealbert, hätte der dann gesagt, ey, lass uns mal was anderes machen, weil das ist kein Torwarttraining. Genauso gibt es so ein Video von uns, da sieht man die blaue Mauer so durchs Tor fliegen und das wird von Jörg Daniel immer sehr, sehr gerne benutzt, wenn der dann irgendwo dann dasteht und sagt, ah, das hat mit Torwarttraining nichts zu tun. Hat ihr recht, das hat mit Torwarttraining überhaupt nichts zu tun. Die Frage ist, warum haben wir das gemacht damals? Das ist ganz einfach. Es war Sommers, wir hatten so vorher ein bisschen rumgealbert so und dann kam der Rasensprenger so auf den Platz und irgendwann standen die 4 Torleute vor mir, die blaue Mauer zuallererst und dann so, wir möchten Oliver Kahn Torwarttraining. Ich guckte ihn an, Oliver Kahn Torwarttraining, was denn? Ja so, Bälle links, Bälle rechts und dann hier volle Granate und dann, da ist mir eingefallen, klar, dieses Video, das hat sich in dieser kleinen Gruppe rumgesprochen gehabt. Da wollte man jetzt, wie in diesem Video zu sehen, einfach mal so eine Ballserie machen. Da habe ich gesagt, wirklich, ist das so? Und ich so, klar, lass uns mal. Immer dann, wenn Kinder bei sowas da sind, man darf sie auch ruhig mal probieren lassen. Jetzt ist es nicht die Sache, dass man da viel Tempo reinlegt oder viel Power reinlegen muss oder dergleichen, sondern das ist so eine Sache, das muss vom Gefühl herauskommen, dass man so dieses Tempo findet. Und genauso haben wir es dann auch gemacht. Wir haben die Bälle geworfen und die ersten 5 Stück, auf einmal hörte blaue Mauer auf, baute sich vor mir auf und sagt, ey, du musst mich schon ein bisschen anschreien. Ich so, warum soll ich dich anschreien? Du machst das doch gut. Und er so, nein, das muss richtiges Torwarttraining sein. Du musst da schon ein bisschen mich motivieren. Und er hat so gesagt, okay, alles klar, wenn du so ein bisschen angeblökt werden willst, bitte. Ja, daraus ist halt dieses Video dann entstanden. Und das ist sowas, wo man dann wirklich sagt, das ist aus einer typischen Kinderlaune entstanden. So sind Kinder. Dem hat das irre Spaß gemacht. Und allen 4 hat das irre Spaß gemacht, das so zu machen. Danach sind alle 4 wie Oliver Kahn in diesem Video zum Rasensprenger. Einer hat den Rasensprenger hochgehoben und hat alle anderen das gemacht. Fertig. Und damit war Oliver Kahn Training vorbei. Daraus ist dieses Video entstanden. Das hat überhaupt nichts wirklich mit Torwarttraining zu tun, sondern das war ein reines Bespaßen der Kinder. Klar, die hätten sich dabei verletzen können. Ja klar, aber wenn es wehgetan hätte, die hätten aufgehört. Die wussten ja ganz genau, da ist kein Zug da oder dergleichen. Demzufolge, Schmerzen waren im Torwarttraining bei mir immer so eine Sache, wo ich gesagt habe, wenn es weh tut, war es falsch. Das hat sich bei denen so eingeprägt gehabt, dass sie ganz einfach schon darauf geachtet haben, dass es nicht weh tut. Und mir allerdings im Gegenzug auch gesagt haben, hier hör zu, mir tut es alle Momente am Ellenbogen weh. Irgendwas stimmt da nicht. Und da haben wir dann nochmal drüber geguckt. Und da konnten wir da an der Stelle sagen, schau mal, wenn du da den Ellenbogen so nimmst, dann tut's halt weh. Wenn du den Ellenbogen anders nimmst, dann tut's nicht weh. Und dann haben die auch für sich so ein bisschen drauf geachtet. Da hat man wieder Tempo rausgenommen, man hat wieder Bewusstsein für eine Bewegung geschaffen. Und ich glaube, das ist das, was im Kindertorwarttraining unheimlich wichtig ist. Dieses Bewusstsein schaffen für eine Bewegung. Nicht einfach irgendwas tun, dutzende Hütchen aufbauen und dann Vollgas irgendwie eine Trainingseinheit. Vollkommen daneben. Man muss an der Stelle so ein bisschen eher sehr, sehr individuell arbeiten und das macht das Ganze so ein bisschen schwierig. Und dann auch nicht in eine lange Zeit, sondern eher öfters, dafür wesentlich kürzer, dafür halt ein bisschen punktueller. Und das, glaube ich, ist die Krux am Kindertorwarttraining, weswegen das kaum ein Verein stemmen kann, weil welcher Verein hat die Möglichkeit für die Jugend
Und gerade in dem Alter jetzt einen Torwarttrainer abzustellen, der eben kein Fußballtrainer ist, weil ich glaube, ein Fußballtrainer ist da hemmungslos überfordert, sondern das sollte ein Trainer sein, der am besten beim Deutschen Olympischen Sportbund gewesen war und dort eine Übungsleiterausbildung für Kinder und Jugendliche bekommen hat, weil der versteht exakt, wie die Kurzen knicken, wie die Kurzen denken, wie das abgeht in Altrum und Rand, und der kann dieses Training dann entsprechend aufbauen, dass man dann so ein bisschen immer so ein bisschen die Jungs da am Rollen, am Beschäftigen hält, dass das auch nicht dröge ist, sondern dass das lustig ist, dass der ständig am Grinsen ist, und genau das ist es. Wenn man da so manchmal so Fußballschulen oder Torwartcamps sieht, da sind nicht viele am Grinsen, sondern denen ist zum Teil grottenlangweilig. Grottenlangweilig, wenn die dann, was weiß ich, mit irgendeinem Ball da eine Platzrunde laufen müssen und sollen dann da irgendwie links, rechts und was weiß ich was. Das ist denen vollkommen dröge. Das ist denen vollkommen dröge. Und da dann auch so dieses übliche C-Kreisliga-C-Lizenz 1970 Aufwärmprogramm, wo man da so Bahnen auf- und abspult mit so einem Lauf-ABC, auch das ist nicht kindgerecht. Sondern Kinder an der Stelle, da braucht es ein bisschen mehr, da braucht es ein bisschen mehr Spiel, da braucht es ein bisschen mehr Spannung. Und genau deswegen ist dann so an der Stelle so die Sache, wo ich sage, da muss ein bisschen mehr da rein. Da sollte man wirklich diese Trainer-C-Lizenz für Kinder, die reicht da nicht. Da muss wirklich mehr passieren, da muss man wirklich am besten diese 120 Stunden Übungsleiter C vom Deutschen Olympischen Sportbund oben drauf setzen, um ganz einfach hier sagen zu können, ich kann mit Kindern jetzt ein Fußballtraining machen, weil alles andere ist an der Stelle vollkommen vorbei, oder man nimmt den Trainer komplett raus und dann macht man nur Funino, weil Funino, das ist so das, glaube ich, was so ideal ist, 4 Tore, Ball in die Mitte und viel Spaß. Kann man so machen. Ist allerdings auch so eine Sache, wo man dann sagt, ja, ist das kindgerecht? Ist das wirklich so das, wie man Kinder anleiten sollte? Oder ist das eher sowas? Ich habe gelernt, man leitet Kinder erstmal an. Sie sollen etwas tun, sie sollen sich mit etwas beschäftigen, und dann nimmt man sich nach und nach raus. Man leitet zunächst einmal an, und dieses Anleiten ist ganz wichtig, damit sie erst einmal gelernt haben, sich mit dem Zeug auseinanderzusetzen, also mit dem Ball, mit dem Fuß, mit dem Tor und all drum und dran. Und wenn man dann merkt, so jetzt so seine Hauptform, das ist jetzt genau so gelaufen, wie man sich das so vorgestellt hat. Sie haben, was weiß ich, jetzt hier 2, 3, 4, 5 Pässe um irgendwas drumherum gespielt, und jetzt auf einmal beginnt das Ganze dann so ein bisschen so seine Eigendynamik zu entwickeln, dass man sich als Übungsleiter mehr und mehr rauszieht. Und irgendwann steht man nebendran und eigentlich läuft die Übung von alleine weiter. Klar, sie läuft dann nicht mehr so, wie man sie eigentlich geplant hatte. Das muss man aber auch nicht korrigieren. Weil jetzt ist man in der Spielform. Und diese Spielform ist dann wirklich bei den Kindern, sie spielen da mit, was man ihnen sozusagen vorgegeben hat. Aber jetzt ist es eine freie Wolke geworden. Vorher hat man sie angeleitet, da hat man zuerst einmal so ein bisschen wirklich stupide gesagt, okay, ihr Ball in seine kicken, 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 dann mal hier laufen, um ihr damit drumherum abspielen, hier laufen, dieses, jenes. Und dann hat man seinen Hauptteil damit gemacht, dass man das ein paar Minuten gemacht hat, mit ein bisschen Korrektur und all drum und an. Und dann auf einmal zieht man sich so ein bisschen mehr und mehr raus, und auf einmal guckt man mal so zu, und dann auf einmal beginnen die dann so, holen sich ein Tor und dann schießen, machen die Übung, schießen ein bisschen aufs Tor und all drum und dran. Und genau so soll das eigentlich auch sein, denn so ist eigentlich kindgerechtes Fußballtraining. Und genauso ist es beim Torwarttraining auch. Man muss da nicht immer irgendwie jetzt dann so, hier, jetzt geben wir Vollgas oder dergleichen, was weiß ich, jetzt hier kognitive Übungen, 35 Farben und dann denken wir Rechenaufgabe und dann, ja, jetzt kommt der Ball. Nein. Das könnt ihr machen, wenn ihr CB-Jugend habt. Da ist das genau gut aufgehoben. Da passt das da so dieses kommt. Bei Kindern ist zum Teil alles, was kognitiv ist, ist zum Teil wirklich ein absoluter Tunnel. Die haben zum Teil Probleme, 2 und 2 zusammenzuzählen. Das ist ganz normal. Und da muss man auch sowas nicht in eine Übung einbauen, weil das vollkommen Blödsinn ist. Das kriegen die überhaupt nicht auf die Kette. Das ist genauso räumliche Orientierung, Flankentraining und lauter sowas. Bei Kindern vollkommen daneben, bis zum Alter von 10 Jahren, haben die solche Probleme in der räumlichen Orientierung, dass das eigentlich nur nach hinten losgehen kann. Das heißt wiederum im Gegenschluss nicht, dass man das nicht machen darf. Klar darf man das machen, man sollte nur keinen Erfolg erwarten. Man darf die Kinder dann auch nicht weit Gott was korrigieren. Sondern wenn es mal funktioniert, muss man sagen, super, das war klasse, hast du gesehen, super, bist mal richtig rausgekommen, hast ihn runtergepflückt, jawohl. Und dann hier, was weiß ich, hier wie Iker Casillas oder André Ter Stegen, nennt irgendwelche Namen, feiert die Kinder für diese Aktion. Das passt dann auch und dann ist es auch gut.
Aber so dieses, boah, jetzt bolzen wir und dann, was weiß ich, jetzt hier in den Fitnessraum und hier die Kettlebells raus und dann hier die Seile und dann hier Klimmzüge und dann Fitlights und hier dieses, jenes, welches. Ey, ganz ruhig. Wir befinden uns im Amateurfußball und nicht hier Nachwuchsleistungszentrum. Nachwuchsleistungszentrum hat eigene Trainer, Spezialisten, die dafür sorgen, dass das gut ist. Und normalerweise sind die Kinder bei einer medizinischen Überwachung auch dabei. Das heißt, man guckt schon nach, dass das passt. Vielleicht dazu mal so eine Sache, warum Sport an der Stelle manchmal nicht gesund ist. Ich habe einen Arbeitskollegen und dessen Sohn war meiner Meinung nach ein sehr begnadeter Fußballer. Der ist dann auch schon da so durchgelaufen, auch Auswahl und was weiß ich was und wirklich schon auch große Angebote dann gehabt. Und irgendwann so jetzt so Mitte der C-Jugend ging es dann los, ja, Papa hat Knieprobleme. Und kenne ich ja auch, ist ja jetzt nichts Neues, hat die Blaue Mauer ja auch mit Knieprobleme. Dann ist dann so die Sache, er war dann natürlich durch das Nachwuchsleistungszentrum hier bei dem Spezialisten und da hat man das probiert, hat das probiert, hat aber wieder ein bisschen gekickt und danach ging es irgendwie nicht weiter und jetzt, klar, erste Operation vorbei, stellt man fest, ja, keine Besserung, jetzt gibt es nur noch die letzte Operation, das ist so ein Verbandspiel. Es klappt, dann kann er vielleicht wieder Fußball spielen, es klappt nicht und dann ist Fußball für immer vorbei. Da sitzt man natürlich dann da und denkt sich so, puh, das ist natürlich dann doof gelaufen. Was ist daran doof gelaufen? Ja, ist ganz einfach. Im Wachstum ist da an der Stelle vielleicht mal zu viel gemacht worden. Man kann im Wachstum unheimlich viel kaputt machen. Das ist ganz einfach so, die Muskulatur baut sich innerhalb von wenigen Wochen auf. Die knöcherne Struktur mit Bändern und dem ganzen Zeug braucht Monate, bis es sozusagen dann dabei ist. Und deswegen sind Fehlbildungen gerade am Skelettkörper, am Bandapparat und an den ganzen Haltestrukturen, wenn man das in jungen Jahren übertreibt, absolut typische Spätschäden, die man bei Leistungssportlern diagnostizieren kann. Da muss man nur mal Steffi Graf fragen, die kann darüber eine ganze Story erzählen. Ich glaube, da gibt es sogar im Internet viele Dinge. Und ansonsten, ich denke auch, dass es viele Fußballtorleute gibt, die da an der Stelle einfach Spätschäden haben. Ob das jetzt die kaputten Hüften von Oliver Kahn sind oder auch hier bei Jens Lehmann, der dann mit den Schultern so ein bisschen so Probleme hat, das ist doch erstmal an der Stelle eigentlich egal. Der Punkt an der Stelle ist, Leistungssport in dieser Richtung kann einen Körper kaputt machen. Und das muss man einfach auch wissen und darauf muss man sich als Eltern dann auch einstimmen. Und das ist vielleicht auch die Krux, die der Jugendfußball heutzutage hat und diesen Gap, den man da sozusagen heute drinnen hat. Man möchte viel Leistung haben, man möchte viel Nachwuchs irgendwo rausziehen, aber das Problem an der Stelle ist ganz einfach, wenn man dann da einfach mit zu viel Druck und einfach zu viel Kraft darauf einwirkt, man kann davon viele kaputt machen. Und man macht vielleicht dann auch 10 Talente, macht man 8 kaputt und 2 Stück kommen dann irgendwie weiter und einer hat dann die ganz große Chance. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, ob man das nicht vielleicht ein bisschen besser entwickeln sollte, ein bisschen offener entwickeln sollte und ich glaube, hier fehlt es vielen Fußballtrainern einfach. Und gerade im Amateurbereich ist das etwas, wo es zu viel und zu streng ist. Und das sieht man dann auch bei den ganzen Torwarttraining für Kinder, weil das ist dann so eine Sache, wo man wirklich sagt, das hat mit Torwarttraining für Kinder, also kindgerechtem Training, wenig zu tun, sondern das ist eher was, wo man Erwachsenentraining ein bisschen langsamer macht, aber trotzdem eigentlich das Erwachsenentraining mit den Kindern macht. Und das ist vollkommen nicht zielführend. Das hat mit Torwarttraining für Kinder überhaupt nichts zu tun. Was macht man also mit Torleuten? Naja, es ist erstmal ganz wichtig, dass Trainer das verstehen. Ein Torwart, sagen wir mal in der F-Jugend und jüngeren E-Jugendlehrgang, der muss erst einmal seinen Strafraum beherrschen. Das hat mit müssen jetzt weniger zu tun, auch wenn ich es gesagt habe, als mit er sollte nicht im Tor stehen. Ein Torwart, der für mich bei einem F-Jugendspiel im Tor steht, da hat der Trainer schon was falsch gemacht. Immer den Torwart animieren, dass er mit der Mannschaft sich mitbewegt. Bewegt sich die Mannschaft nach vorne, bewegt sich der Torwart nach vorne. Bewegt sich die Mannschaft rückwärts, bewegt sich der Torwart rückwärts. Wir nannten das damals Mitschwimmen. Und das war das Allerwichtigste, was ein Torwart lernen musste. Und das war Coaching während des Spiels. Auch das ist Torwarttraining. Wenn der Torwart hinten drin gestanden hat, dann haben wir reingerufen, Mitschwimmen. Sofort kam der Begriff, klar, Begriff Mitschwimmen, wo ist meine Mannschaft? Und dann rückte der Torwart automatisch dann damit hin.
Der war dann auch vor dem Strafraum mal anspielbar. Der konnte dann auch mal vor dem Strafraum mal so Bälle klären und all drum und ran. Da kamen dann auch mal so Sprüche auf, wie da war dann so ein wichtiges Spiel und die ganze Mannschaft hat das oberernst genommen. Sie wollten da gewinnen und überhaupt so all drum und ran. Und da steht der Torwart vor dir mit dem Kaugummi im Mund und sagt, heute mache ich den Jens Lehmann. Und du denkst dir so, was will er dir damit jetzt sagen? Ja klar, er wollte damit sagen, heute, ich versuche das mal nicht nur im Strafraum, ich kläre auch heute vor dem Strafraum. Und genauso ging das dann auch ab. Er war dann vor dem Strafraum unterwegs, hat dann Bälle verteilt und hat dann da hinten mitgespielt. Wir waren ein Mann mehr auf dem Platz, weil unser Torwart mitgespielt hat. Während der gegnerische Torwart da hinten drinnen stand. Und das ist so eine Sache, wo man sagen muss, achtet als Trainer darauf, dass euer Torwart in dieses Spiel eingebunden ist, dass er mit rausläuft, dass er mitschwimmt, dass er wirklich mit der Mannschaft mitschwimmt, sich da anbietet, hier anbietet. Und letztendlich, es ist vollkommen egal, wie viele Tore er kassiert. Wenn der rausrückt, einen Ball sichert, da einen Ball holt oder da überhaupt, wie viele Fernschüsse kommen denn in der F-Jugend aufs Tor? Das sind ganz wenige. Klar, es gibt manche Trainer, die meinen jetzt, sie bauen da so eine Reihe auf und dann wird das 20 Metern aufs Tor geblasen. Irgendeiner ist da schon drinne, weil man dann so ein paar Ochsen hat. Aber mit Fußball hat es dann auch nichts mehr zu tun, sondern das ist dann auch so ein, jo, ergebnisorientiertes Spiel. Super, dass du den Jungs beigebracht hast, wie man aus 50 Metern aufs Tor bläst. Ganz toll, super Trainer. Nein, eben nicht. Ne? Aber egal, versucht an der Stelle mal euren Torwart im Spiel dahin zu bekommen, dass er nicht auf der Linie steht, sondern im kompletten Strafraum schon mal mitspielt, mitagiert und auch Bälle erobert. Dass wenn der Spieler reinläuft, der Abwehrspieler da mit dabei läuft, der Torwart rausrennt, sich einfach mal da den Mut anfrisst, auch für später da in dieses 1 gegen 1 zu gehen, den Ball zu klären. Vielleicht auch nicht mit den Füßen, weil im Strafraum darf er doch mit den Händen hingehen. Einfach hin, mit den Händen hin, Ball sichern und gut. Das schult den Torwart dahin, dass er seinen Strafraum erkundet und dass er vor allem nicht im Tor festgekettet ist, sondern dass er mehr vor dem Tor spielt, weil das ist doch das, was ihr dann im Alter haben wollt. Ihr wollt einen Torwart haben, der genau das ja dann auch tut. Wenn ihr das aber nicht von vornherein fördert, sondern den Torwart immer hinten auf der Linie steht, dann ist es schwer, den später dann immer mehr rauszuziehen. Ihr könnt ihn später viel einfacher zurückfahren, indem er dann sagt, ey, mach nicht so offensiv und all drum und dran. Das versteht dann euer älter gewordener Keeper wesentlich besser, als wenn ihr dem älter gewordenen Keeper dann sagt, ey, du musst da mehr raus. Weil der hat den Mut gar nicht. Der hat dieses Gefühl nicht, ich kann da draußen bestehen. Und genau dieses Gefühl könnt ihr den Kindern schon mal geben. Das ist schon mal der erste Fakt. Der erste Fakt im Kindertorwarttraining ist, regelmäßig in den Spielen darauf achten, dass der Torwart mitschwimmt. Dass er seinen kompletten Strafraum nutzt zur Torverteidigung. Dass er nicht im Tor steht und versucht, irgendwelche Bälle abzuwehren. Blödsinn. Versucht ihn dahin zu bekommen, dass er mitspielt, dass er aktiv in seinem Strafraum unterwegs ist, dass er angespielt werden kann, dass er Bälle mitspielt und all drum und dran, dass er wirklich Mitspieler ist. Haben wir schon mal die Hälfte gewonnen. Torwarttraining jetzt. Speziell für eigentlich alle, die Bock dazu haben. Alle Handschuhe an, am besten nach dem Training. Wenn sie alle noch ein bisschen Bock haben, kommen sie mal zusammen und dann macht ihr so, sagen wir mal 20 Minuten. 20 Minuten so ein bisschen einfach mal zeigen, was ist der Fächergriff, wie kann ich einen Ball überhaupt mit dem Fächergriff vielleicht festhalten, wie kann ich damit arbeiten, tiefer Umarmungsgriff, macht eine seitliche Fallschule, einfach mal, wie mache ich das Auftaktschritt, einfach kippen zum Ball, wie sichere ich den Ball dann auch hier wieder mit dem Fächergriff, dass man da eine Hand dahinter, eine Hand oben drauf und wieder der Fächergriff, dass das sozusagen sich so ein bisschen in den Kopf einprägt, wie das dann sozusagen geht, tiefer Umarmungsgriff mal so ein bisschen machen und dann da in kleineren Spielformen dann sowas dann auch immer mal wieder einschleifen. Und ihr werdet sehen, das bringt eurem Torwart unheimlich viel, denn später, wenn er älter wird und ihr dann an halbhohe Bälle geht, wie geht denn das? Ja, ist ganz einfach, Auftakt und dann im Kippen den Ball mit dem Fächergriff festhalten. Super, und dann habt ihr schon alles. Ganz klar, wenn es dann mal richtig Sommer ist und die Kinder dann unbedingt mal hechten wollen, macht den Rasenplatz nass, geht in irgendeine schöne Sandgrube, zieht die Sandgrube mit dem Rechen eben und dann ab die Luzi, lasst sie auch mal hechten. Hauptsache, sie tun sich dabei nicht weh. Dann ist das auch mal vollkommen okay. Und wichtig an der Stelle ist, ne, macht zum Beispiel so Sandgrubentraining. Das könnt ihr ruhig öfter machen. Barfuß und all drum und dran. Und dann so ein bisschen so mit Spiel und Bälle hin und her tragen und all drum und dran. Das ist für Kinder eine unheimlich dynamische Arbeit. Und wenn man das nicht übertreibt, ist das für die Kinder unheimlich Spaß. Vor allem, wenn man dann sagt, ey, was machen wir heute? Heute Schnitzeltag.
Ja, wieso Schnitzeltag? Das wirst du danach sehen, wird es aussehen wie ein Schnitzel. Ja, klar, weil wenn die so ein bisschen geschwitzt sind und der Sand klebt überall, dann verstehen die das auch. Und dann sitzen die im Auto und erzählen ihren Eltern, heute war Schnitzeltag. Und die Mutter sagt, ja, ich kann das noch sehen in deinem Gesicht. Dann habt ihr schon alles richtig gemacht. Deswegen übertreibt das doch mit Kindertorwarttraining nicht. Wenn ich das dann da, wie gesagt, immer sehe, dass da schon die Medizinbälle draußen sind, dass da schon hier, was weiß ich, 30 Farben und Rebounder und was weiß ich was, dann ist da schon was schiefgelaufen. Versucht das ein bisschen runterzubrechen. Also Kindertorwarttraining, ja, aber richtig. Wenn ihr dann da an der Stelle Erwachsenen-Torwarttraining versucht, auf Kinder runterzubrechen, habt den ersten Denkfehler schon gemacht und das geht schon gar nicht. Also demzufolge Kindertorwarttraining, ja, aber kindgerecht. Notfalls schafft euch das nötige Wissen bei, macht eine Ausbildung beim Deutschen Olympischen Sportbund für den Übungsleiter C für Kinder und Jugendliche. Das kann euch der Fußballtrainer C gar nicht vermitteln, was euch diese Übungsleiterschulung allein an Verständnis für kindgerechtes Training mitgibt. Und das ist Pflicht, wenn ihr mit Kindern arbeitet. Wirklich Pflicht. Weil das gehört einfach dazu. Meiner Meinung nach sollte es auch von den Lizenzen her so sein, dass man einen Übungsleiter C für Fußballtrainer eher auf Fußball abstimmt. Das ist so ein Fußballer. Aber der sollte möglichst die Finger von Kindern weglassen. Kindertraining, so sagen wir mal, so U10, alles so U10, ja, so wirklich darunter, wo das mit Fußball weniger zu tun hat, das müsste meiner Meinung nach vollkommen losgelöst sein von allem Fußball. Hier Übungsleiter C, Deutscher Olympischer Sportbund und los. Und dann vielleicht über den Fußball-Landesverband eine Sockelschulung über ein Wochenende. Wie wird kindgerecht Fußball trainiert? Also sprich, ihr seid alle Übungsleiter, ihr wisst alle, wie ihr eine Sportstunde aufbaut. Das müssen wir jetzt nicht machen, sondern jetzt geht's hier los. Wie kriegen wir diese Fußballsachen in diese Übungsstunden rein, damit wir da an der Stelle, was können wir mit den Kindern überhaupt fußballerisch machen? Damit man nur dieses bisschen Fußball da auf diese 120 Stunden, die man hat, da reinsockelt. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Aber das geht meiner Meinung nach bei den Fußballverbänden so ein bisschen unter, weil das ist nicht in deren Brain drin, weil die wollen ja was Eigenes haben, wie jeder Verband was Eigenes haben will. Man muss ja unbedingt was Eigenes haben, weil das ist eigenes Geld. Und das hat aber mit dem Sport dann nichts mehr zu tun, sorry. Sport heißt immer, irgendwo der olympische Gedanke steht da oben drüber, irgendwo sind alle zusammen Sportler und alle zusammen. Und deswegen, denkt dran, wenn ihr mit Kindern arbeitet, überlegt wirklich nach, ob ihr eine Übungsleiterschulung beim Deutschen Olympischen Sportbund für Kinder und Jugendliche macht. Weil diese 120 Stunden geben euch einfach dieses Wissen, wie gehe ich mit Kindern um? Und das kann euch keine Fußballtrainerausbildung überhaupt so vermitteln. Das geht gar nicht. Weil ihr werdet zu sehr auf den Fußball fixiert. Während die andere Übungsleiterausbildung, ihr werdet auf das Kind und das kindgerechte Bewegen entsprechend geschult. Das ist ein ganz großer Unterschied. Deswegen nutzt solche Sachen, nutzt dieses Angebot, macht euch da auf und nehmt einfach diese Sachen mit. Ja, das war's dann zum Torwarttraining für Kinder. Ich hoffe, es ist ein bisschen rübergekommen. Ich weiß, es ist sehr, sehr lang und es tut mir da an der Stelle leid, aber letztendlich es ist so, man muss das einfach ein bisschen verstehen. Torwarttraining für Kinder, ja, aber wie gesagt, man muss es dann schon richtig machen und dieses richtig machen, das ist es halt, was so ein bisschen fehlt. Das kann man auch nicht so einfach vermitteln in so einem Video, sondern hier muss man jetzt wirklich zuschauen, dass man sich so dieses Basiswissen da wirklich anschafft. Und dieses Basiswissen, wie gesagt, Übungsleiter C, Deutscher Olympischer Sportbund, Kinder und Jugendliche, da gibt es dieses Basiswissen. Tolle Dozenten, tolle Leute, tolle Lokationen, meistens auch tolle Mitübungsleiter. Das gibt ein unheimliches Brain. Also das geht da wirklich rein in den Kopf. Ja, und damit versteht man dann auch. Und dann, glaube ich, wird Torwarttraining für Kinder auch ein bisschen plastischer. Weil die meisten Trainer, die möchten dann ganz gerne eher doch so dieses, jetzt lass uns ein Oliver Kahn-Training machen und das dann sozusagen über eine ganze Saison hin, dass ihr Torwart eine richtige Rakete wird, ist gar nicht das Ziel. Ist gar nicht das Ziel. Okay? Also, Torwarttraining für Kinder.